Da sind wir wieder im Museum des Grauens. Naja, oder auch nicht. Ja, dieses haben wir uns letztes Mal angeguckt, jetzt können wir wieder rausgehen. Der hat voll den seltsamen Blick, also der sieht ziemlich high aus. Und die sehen aus wie typische Touristen. Oh, diese Hose, ne? Diese... Ja, es ist nicht ganze Dreiviertelhose, aber die steht niemandem, weil da jeder fett drin aussieht. Selbst die Leute, die total mager sind. Also niemals solche Hosen kaufen. Nie. Tragen wir mal. Entschuldigung, ich bin gerade erst in Willow Creek angekommen. Haben Sie ein paar Tipps für mich? Gibt es was Sehenswertes? Sind Sie etwa auch Tourist? Ja, könnte man so sagen. Naja, wir wollten uns heute eigentlich das berüchtigte Sanatorium ansehen. Aber irgendein Freak hat da ein Hotel draus gemacht und der Typ am Empfang hat auch gleich versucht, uns irgendwelchen billigen Tourischhund anzudrehen. Als ob wir sensationsgeil wären. Nein. Genau, Albert. Und dann hat er noch erzählt, dass im Schloss immer noch der Geist dieses Samuel Gordon spukt. Man soll ihn nachts an den Fenstern des verbrannten Flügels sehen können. Richtig unheimlich. Hä, verbrannter Flügel? Auf jeden Fall sind wir dann hierher gekommen. Wir hatten uns aber etwas mehr von einem Gruselmuseum erhofft. Wir werden uns nachher noch das Schloss ansehen. Hoffentlich taugt wenigstens das was. Danke für die Information. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Danke. Oh mein Gott. Ich mach mal eben die Musik ein bisschen leiser. »33 ist gut.« »So. Dann sehen wir uns einfach alles an, was es hier noch so gibt.« »Huch, was ist das? Ein Sekretär. Ganz ohne Schieberätsel. Wohl ein altes Modell.« »Schade, ich liebe Schieberätsel.« »Die fasse ich nicht an. Im Gegensatz zu den Hordentouristen vor mir.« Okay, die ist bestimmt siffig. Oh, eine Singer-Nähmaschine. Eine uralte Nähmaschine. Damit haben sie bestimmt die Vorhänge hier genäht und das Ding dann gleich stehen lassen. Also es steht nicht Singer dran, aber sie sieht genauso aus. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Stuhl für erschöpfte oder wissenshungrige Besucher sein soll. Was steht hier? Die Totenglocke aus der Kirche von Wormhill. Vermutlich gibt's die Kirche nicht mehr, sonst würde die Glocke hier nicht stehen. Aber es muss die Kirche doch noch geben, oder? Merkwürdig. Das mit dem verbrannten Flügel irritiert mich aber immer noch viel mehr. So, hier ist eine Vitrine. In der Vitrine liegt nur dieses große Buch. Was steht auf dem Schild? Familienchronik der Gordons. Das könnte interessant sein. Ja, aber ist natürlich zu. Oder? Nee. Die Seite wird beherrscht vom Ordenszeichen. Ein wenig Text steht aber auch. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes wirken. Sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit dienen, verschrieben nur ihrem einen Ziel, auf das höhere Mächte sie richten mögen. Unsere größte Stärke liegt in der Geheimhaltung. Wir stehen in der Dunkelheit, in den Schatten und blicken ins Licht, unsichtbar für jeden, der uns aufhalten könnte. Denn wenn niemand weiß, dass es uns gibt, können wir nicht gestoppt werden. Darum, meine Brüder, haltet euch an diese Regeln. Die Mitglieder des Ordens sollen sich nicht kennen. Nur der hohe Priester des Ordens soll jedes Mitglied mit Namen und Rang nennen können. Bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskiert sein, auf dass niemand ihn erkennen möge. Kein Außenstehender darf je über den Orden informiert werden, sei es durch Absicht oder Unachtsamkeit. Seid wachsam, meine Brüder. Verhaltet euch unauffällig, doch seid wachsam. Früher als ihr denkt, wird der Tag kommen, an dem ihr euch beweisen müsst. Nicht sehr ergiebig.
Ich weiß immer noch nicht, welche Ziele der Orden verfolgt. Aber es scheint ein einziges, großes Ziel zu geben. Es muss auf den Seiten vor dieser stehen. Irgendwie muss ich an die Chronik herankommen. Irgendwie, ja. Die Frage ist nur, wie. Okay, dann, ja. Keine Ahnung, ich denke, hier ist abgeschlossen. Ach so, mit Rechtsklick landen wir auch wieder hier. Dann nicht. Es gibt hier noch eine Truhe. Eine Schatzkiste. Ich habe einen Schatz gefunden. Jetzt bin ich reich. Damit können wir deine Therapie bezahlen, Freundchen. Und hier sehen Sie die weltberühmten Milchkannen aus Willow Creek. Eddie hätte seine Freude an diesem Regal. Es gibt hier normale Teller, bemalte Teller, verzierte Teller und Gläser mit Erde? Mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht wissen. Wer ist denn nochmal Eddie? Ach, das war der Trödelhändler, oder? Ein Fass, wie sie hier überall im Dorf stehen. Vermutlich gab es hier früher eine blühende Fassindustrie. Ein alter gusseiserner Ofen. Ob der zur Ausstellung gehört? Ich wage das zu bezweifeln. Warum hier ein Globus steht, verstehe ich nicht. Ich wette, die meisten Leute haben hier noch nicht einmal das Nachbardorf gesehen, geschweige denn die ganze Welt. Ist es der aus der Bibliothek von Black Mirror? Zerbrochene Vitrine. So, eine kaputte Vitrine. Natürlich nichts drin. Okay, und jetzt können wir noch mal mit... Bobby heißt der. Wobei, wir gucken erstmal bei Broschüren. Postkarten, Broschüren und Werbeprospekte aus Willow Creek. Ah, willst du keine? Hier ist ein Infoblatt von der Bibliothek. Schade, keine Öffnungszeiten. Was für ein dummes Infoblatt. Und hier die Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Das scheint nicht nur ein Museum zu sein, sondern auch die Touristeninformation. Aber nichts wirklich Interessantes dabei. Dann sprechen wir jetzt mit Bobby. Ein Wächter. Er sieht ein wenig einfältig aus. Das hast du aber nett gesagt. Hi. Bist du hier die Aufsicht? Oh, hallo. Mein Name ist Bobby. Oh, hallo Bobby. Ich bin Darren. Hi, Darren. Der hört sich an wie der Dingens, der, mit, Mr. Bubbies aus der Klinik. Wie hieß der denn noch? Ralph! Ja, aber es ist nicht Ralph, sondern Bobby, wie es hier steht. Bist du hier die Aufsicht, Bobby? Ja, ich muss aufpassen, dass hier alles in Ordnung ist. Eine wichtige Aufgabe. Ja, Miss Paft aus dem Rathaus hat mir den Job gegeben, weil ich so groß und stark bin. Klar, mit dir würde sich niemand anlegen, oder? Nein, ich bin sehr glücklich, dass ich hier arbeiten darf. Tom sagt, ich bin zu dumm, aber ich mache meine Arbeit gut, sagt Mrs. Puff. Tom vom Chili-Stand drüben? Das kann dir doch egal sein, was der sagt. Aber er ist mein Bruder. Er kümmert sich um mich. Und ich bin eine große Belastung, sagt er immer. Wie gemein. Ja, der guckt schon so fies. Verbrechervisage. Was tut Tom denn für dich, dass du angeblich so eine große Belastung bist? Er tut viel. Ich darf bei ihm wohnen und im Pub helfen. Bezahlt er dich dafür? Nein, Tom hat nicht viel Geld. Er sagt, ich koste zu viel, weil ich zu viel esse. Aber jetzt gebe ich ihm das Geld, das ich hier verdiene. Dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm. Er nimmt dein ganzes Geld dafür, dass du bei ihm wohnen darfst? Das finde ich nicht fair. Ist schon okay. Das ist besser, als wenn ich wieder Dinge tun muss. Was für Dinge? Früher musste ich ihm manchmal helfen bei bösen Sachen. Das mag ich nicht. Ich bin doch ein Wächter. Wächter dürfen nicht stehlen. Tom hat Dinge gestohlen und du musstest ihm dabei helfen. Was ein Drecksack! Oh, nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Schon in Ordnung, Bobby.
Ich habe nichts gehört. Danke, Darren. Boah. Ey, kein Wunder, dass der irgendwie... Vielleicht war der mal ganz normal, bis der Tom ihn fertig gemacht hat. Who knows? Dieses dicke Buch da in der Vitrine. Die Chronik der Gordons. Was kannst du mir dazu sagen? Darin steht alles über die Familie Gordon. Lady Victoria hat es dem Museum gegeben, aber es darf nur hier gezeigt werden, nicht hinten, wo es gruselig ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass Lady Victoria ihre Familienchronik nicht in dieser Geisterbahn für Arme sehen will. Darf ich sie mir mal genauer ansehen? Ich darf sie nicht aus der Vitrine nehmen. Oh. Hast du denn einen Schlüssel dafür? Ja, Miss Paft vertraut mir. Ich habe Schlüssel für alles. Nur nicht für den Eingang. Und Mrs. Paft macht immer die Alarmanlage an. Wegen der Versicherung, sagt sie. Wird diese Chronik denn nie aus der Vitrine genommen? Vielleicht kann ich diese Mrs. Paft selber fragen. Nein, das Buch darf nicht rausgenommen werden. Lady Victoria hat es verboten. Sie sagt, es ist ein böses Buch. Also hast du zwar einen Schlüssel für die Vitrine, aber du darfst sie nicht öffnen. Genau. Ja, okay. Das war jetzt Gedankenübertragung. Na toll, ausgerechnet mit Bobby. Was kannst du mir zum Museum erzählen? Ich finde es schön. Da hinten mag ich es aber nicht so. Da ist es gruselig. Stimmt. Kommen viele Leute hierher? Ja, manchmal 5 oder 6 am Tag. Oh. Hm. Wurde hier schon mal eingebrochen? Nein, ich pass auf. Aber warum ist nachts? Dann... Genau? Nein, da gibt es eine Alarmanlage. Aber warum ist die Vitrine dann kaputt? Sag mal, Bobby, die Vitrine da hinten. Ist die schon lange kaputt? Ja, Darren. Seit 27 Tagen schon. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Eines Morgens war die auf einmal kaputt. Also ist jemand eingebrochen und hat den Inhalt gestohlen. Ja, das hatte ich schon ganz vergessen. Aber das ist nicht so schlimm. Es war nur eine Kugel drin. Was denn für eine Kugel? Eine große schwarze. Oh oh. Danke für die Auskunft. Bitte, Darren. Kommt euch die große schwarze Kugel bekannt vor? Ja, mir auch. Wegen der schwarzen Kugel nochmal. Ja? War die Polizei denn da? Nein, die interessiert das nicht, sagt Mrs. Paft. Aha. Und wen interessiert es dann? Mrs. Valley, glaube ich. Sie hat sich das angesehen. Danke dir, Bobby. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt an seinen Schlüssel kommen, um an die Vitrine zu kommen. Aber wie? Was ist das denn? Ach, das ist eine Kerze. Seifenblasenspiel. Ein kleines buntes Röhrchen. Sieht aus wie ein Seifenblasenspiel. Oh, hab ich auch. Mit Hello Kitty. Ja. Das ist mein... Entschuldigung. Ja, klar. Ich wollte nur mal schauen. Ein kleines buntes Röhrchen. Okay. Können Hallo, wir jetzt Bobby. Mit ihm... Hi, Darren. Immerhin hat er sich unseren Namen gemerkt. Über Seifenblasen reden. Gehört dir das schöne Seifenblasenspiel? Oh ja, ich mach gern Seifenblasen. Ich hab heute aber schon so viel gespielt, dass es leer ist. Vielleicht kann ich dir neues Seifenwasser besorgen. Nein, danke. Bald ist Feierabend und ich hab sowieso keine Lust. Ich hab zu großen Hunger. Warum das? Ich hab nichts gefrühstückt. Tom hat kein Brot gekauft. Wir haben kein Geld, weil der Pub schlecht läuft und jetzt auch noch der teure Stand. Aber ihr müsst doch trotzdem was essen. Tom isst nicht viel. Ein Bier ist genauso gut wie ein Brot, sagt er. Ja. Das möchte ich wetten. So sieht er auch aus.
Oh, das sieht aus wie schon mal gegessen. Wie wäre es, wenn ich dir etwas zu essen besorge? Oh, das wäre sehr nett, Darren. So kenne ich mich. Mal sehen, was sich da machen lässt. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. Oh Gott, was ist das hier? Die Armspeisung? Das ist ja furchtbar. Armer Bobby. Aber hey, das Wasser bewegt sich hier schon viel cooler als im ersten Teil. Hat es sich da überhaupt bewegt? Ich weiß es gerade nicht. Aber im ersten Teil war der Steg, glaube ich, länger. Naja. Jahrmarkt. Boah, was sieht der begeisternd aus. Meine Fresse. In den Jahrmarkt rein kann man nicht, so wie es aussieht. Volksfest. Nur ohne Volk. Es sind kaum ein Dutzend Leute zu sehen. Und mindestens zwei Stände und die Schiffsschaukel haben schon dicht gemacht. Lohnt sich wohl einfach nicht. Okay, dann reden wir hier mit Tom. Wobei, wir möchten uns den erstmal angucken, denke ich. Ein Chili-Stand. Etwas schäbig. Und es sieht nicht so aus, als wäre viel los. Wenn wir uns Tom angucken, sagt er ein Chili-Stand? Also ich weiß ja nicht. Guten Tag. Ach du liebe Zeit. Was wollen Sie, normal oder extra? Was? Normales Chili oder extra scharfes Chili? Weiß ich noch nicht so genau. Fürs Herumstehen wird niemand bezahlt. All die anderen Leute werden sich schon etwas gedulden können. Nicht auf den Mund gefallen, gefällt mir. Was willst du? Dir eine reinhauen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Na gut. Wir klappern jetzt hier noch sämtliche Gesprächsthemen ab und dann mache ich erstmal einen Cut. Aber das kann auch jetzt noch ein bisschen dauern, wie ihr seht. Was können Sie mir über Willow Creek erzählen? Keine Ahnung. Bin hier geboren und werde hier sterben, schätze ich. Aha. Klingt nicht so, als wäre hier viel los. Ist es auch nicht. Vor 10, 12 Jahren ging es hier kurze Zeit hoch her. Da konnte man Kohle mit den Touristen verdienen. Alle dachten, dass es aufwärts geht. Aber das war nicht so. Eine Menge Leute haben viel Geld verloren, weil sie investiert haben. Und dann nach und nach die Besucher wegblieben. Der alte Mary, mit seinem Hotel zum Beispiel. Der steht sogar noch halbwegs gut da. Hat überall seine Finger im Spiel und nimmt sich seinen Teil. Andere hat's schlimmer erwischt. Sind pleite gegangen. 2, 3 haben sich aufgehängt. Oh, wie unschön. Was können Sie mir zu Miss Valley sagen? Ist eine Verrückte, war mal in der Klapse. Und da gehört sie auch wieder rein, sage ich. Was ist mit ihr? Ist sich damit klargekommen, was mit ihrem Bruder passiert ist? Oh oh. Nun kommen Sie schon. Raus mit der Sprache. Vor 12 Jahren. Die Mordserie. Der Mord, der landesweit am meisten für Aufsehen sorgte, war der Mord am kleinen Vic Valley. Ein kleiner Junge, der von Samuel Gordon beim Steinkreis im Wald abgeschlachtet wurde. Und zwar auf unappetitliche Weise. Das ist ja furchtbar. Und Miss Valley ist die Schwester. Sie hat ihn am nächsten Tag entdeckt. Hat ihren ganz schönen Knacks verpasst. Hat aufgehört zu essen. Und hat mit niemandem mehr gesprochen. Als sie Rattengift geschluckt hatte, hat man sie eingewiesen. Mann, oh Mann. Und trotz allem ist sie zurückgekommen und lebt jetzt ausgerechnet in Willow Creek? Er tauchte nach ein paar Jahren wieder auf. Die Ärzte meinten wohl, es ginge ihr besser. Aber einmal Dachschaden, immer Dachschaden, sage ich. Also der Kerl wird mir immer unsympathischer. Was können Sie mir über das Museum sagen? Noch so eine tolle Idee aus dem Rathaus. Wer will den Schrott da drin schon sehen? Alles Scheiße. Naja, die Chronik der Gordons ist schon beeindruckend. Was soll an einem verdammten Buch schon beeindruckend sein? Bringt es mehr Leute ins Dorf? Nee. Und Bobby? Diese beschissene Mrs. Paft aus dem Rathaus hat ihm den Job besorgt. Ein unerträglicher Gutmensch. Mischt sich ständig ein und wiegelt Bobby gegen mich auf. Er scheint seinen Job sehr ernst zu nehmen. Blödsinn, ich kenne mich aus. Wenn jemand in das Museum einbrechen wollte, wäre Bobby kein Hindernis. Zum Glück haben sie dem Idioten nicht einmal eine Waffe gegeben. Hör auf, so über deinen Bruder zu reden. Ich fange jetzt nochmal hinten an. Gehört Ihnen der Pub? Woher wissen Sie das? Miss Valley meinte sowas. Mit der Tussi sollten Sie sich nicht einlassen. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Wann öffnet der Pub? Heute Abend, nachdem ich den Stand dicht gemacht habe. Die Arschlöcher im Rathaus zwingen mich, ihn mindestens von 11 bis 17 Uhr offen zu halten. Dabei habe ich noch so gut wie nichts verkauft.
Hey, wenn's nach mir ginge, hätte ich das Ding hier schon längst in den Kanal geschoben. Oder dem Bürgermeister in den Arsch. Ja. Nicht gerade viel los hier, hä? Wem sagst du das? Menschenmengen von überall her. Jede Menge hungrige Kunden, haben sie gesagt. Dabei ist es jedes Jahr schlechter geworden. Ist Willow Creek nicht auch zu klein für einen Jahrmarkt? Das haben sich die ganzen extra Schlauen im Rathaus überlegt. Haben wohl gedacht, die Leute aus der ganzen Region kommen hierher. Früher funktionierte das ja auch. Da wollten sich alle das Mörderdorf mal ansehen. Aber heute, Fehlanzeige, ein einziges Verlustgeschäft. Die Leute lassen sich mit ein paar Karussells und Buden eben nicht anlocken. Und wer muss die Zeche für diese großartige Idee zahlen? Ich! Och, armer Kerl. Wissen Sie etwas von einer schwarzen Kugel? Wurde vor etwa 4 Wochen aus dem Museum gestohlen. Hab davon gehört. Interessiert mich aber nicht. Na gut. Wer sind Sie? Was geht dich das an? Mein Name ist Darren. Ich studiere englische Literatur und möchte etwas über Land und Leute erfahren. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es? Eine Kommilitonin von mir müsste neulich hier gewesen sein. Keine Ahnung. Sie wäre Ihnen aufgefallen. Groß, hübsch. Habe ich nicht gesehen. Und ich stelle mir fast den ganzen Tag die Beine in den Bauch. Mein Name ist Tom. Ah, schön. Bobby im Museum hat mir erzählt, dass Sie sein Bruder sind. Er machte einen netten Eindruck. Wenn Sie nur ein paar Stunden ertragen müssen, vielleicht. Aber ich muss mich Tag aus Tag ein mit dem bescheuerten Idioten herumschlagen. Der bekommt nichts auf die Reihe. Aber alle Welt kümmert sich um ihn. Weil er es doch so schwer hat. Neidisch? Neidisch? Auf den Idioten? Wohnt er bei Ihnen? Seit unsere Eltern tot sind, habe ich ihn an der Backe. Man sollte ihn in ein Heim stecken, wo noch mehr solche Spacken eingecheckt haben. Aber wer soll das bezahlen? Schön zu hören, wie Ihre Familie zusammenhält. Ja, das dachte ich mir auch gerade. So, jetzt kaufen wir Chili. Ich würde ja extra scharf nehmen. Wobei, eigentlich mag ich gar kein Chili, weil ich keine Kidneybohnen mag. Naja, trotzdem würde ich extra scharf nehmen, weil das haut die Nase frei. Ich hätte gern eine Portion Chili. Jetzt doch. Normal oder scharf? Wenn ich richtig sehe, haben Sie sowieso nur einen Topf. Also scharf. Wo kommt der Reis her? Gibt's keinen Reis? Stimmt so. Oh, der große Lord ist wohltätig zum niederen Volk. Ich muss weiter. Oh, was für ein Wichser, ey. Ja, das finde ich war jetzt ein gutes Schlusswort. Wir sehen uns dann gleich wieder.